So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von den Mobile Pros, nicht von mir. Und heute wollten wir euch mal ganz kurz zeigen, was wir eigentlich so treiben, ne? Richtig. Unter anderem. Und freut euch, wir zeigen euch heute wirklich einen Schatz der Modelleisenbahnszene. Wir sind heute hier in der Nähe von Freiburg und ich würde sagen, Andreas geleitet uns jetzt mal in ein ganz besonderes Gebäude. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir laufen los. Jawohl, wir laufen jetzt mal hoch. Hier folge ich einfach mal, unauffällig. So, erstmal Treppe hoch hier. Wir kommen jetzt zu unserer Anlage, die wir 2019 umgerüstet haben auf unser System. Und jetzt kommt mal rein. Jetzt macht die Augen auf. Also, es sieht halt echt aus wie echt, ne? Man kann keinen Unterschied erkennen. Es sei denn, ich zeige euch, dass es eine Rückwand ist. Aber in dem Moment wird es schon wieder täuschend echt. Also, modellbauerische Meisterleistung wurde hier vollbracht. Ich gebe euch jetzt mal einen groben Überblick und dazu gehen wir jetzt mal. Andreas, zeig mir mal den Weg zur Empore. Ja, genau. Ist nicht so, dass ich es nicht wüsste, aber es ist immer schöner, wenn noch jemand mit dem Bild ist. So, wir gehen jetzt hinten mal vorbei. Und man sieht hier schon, wir sind in einer Scheune, denn es handelt sich um die Bahn in der Scheune. So, jetzt gehen wir hier noch hoch zum Leitstand und dann seht ihr gleich ein traumhaftes Bild. Na, soll ich schon drehen, Andreas? Ja, 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 unbedingt. Soll ich drehen, Leute? Soll ich drehen? Soll ich drehen? Ich drehe. Ich würde sagen, viel mehr zeigen wir euch gar nicht heute, zumindest vielleicht das nächste Mal und vielleicht auch ein bisschen intensiver. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir hier so gemacht haben heute am heutigen Tag. Wir haben ein bisschen am Horizont gearbeitet und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Hier haben wir noch nichts gemacht. Das war die Beleuchtung, wie sie im Vorfeld war. Und hier haben wir jetzt begonnen. Richtig schön, die geilsten Effekte auf dem Planet rauszuarbeiten. Ist doch tatsächlich so. Wir können sie mal kurz umstellen, Moment. Ja, stell es mal um, genau. Wir lassen jetzt noch mal einen Tag-Nacht-Wechsel, damit ihr das auch mal seht. Beziehungsweise kein Tag-Nacht-Wechsel, sondern der Hintergrund. Habe ich zu viel versprochen? Ich habe zu viel versprochen. Ihr Hübschen, ich habe zu viel versprochen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir bauen kurz was um und dann zeigen wir es euch. Wir haben ja noch eine kleine Empore und die gucken wir uns jetzt mal an, während mein MobaPro-Kollege hier die Verkabelung ändert. Denn wir hatten, da das Ganze nur ein Provisorium war, jetzt erstmal zum Ansehen, wie es wirkt, nicht genügend Kabel dabei. Das heißt, wir müssen jetzt umklemmen. Das machen wir aber. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch nochmal hier einen kleinen Schwung über die Anlage. Hier oben ist gerade ein Teil ausgebaut. Und hier nochmal Blick von der anderen Empore. Also das hier ist echt, hier sieht man, hier haben wir zum einen hier verschiedene Beleuchtungsmethoden getestet und eben hier in der Ecke. Oh, jetzt haben wir auch schon eine Dämmerung.
Hier ist Helge schon wieder fleißig. So. Ja, da ist noch kein Saft drauf, ne? Was? Wir brauchen Saft. Saft, wir brauchen Saft. Oh, Saft, bitte. So, jetzt können wir. Ja. Jetzt können wir? Jetzt können wir. Gut. Jetzt können wir. So. Ah. Genau, hier haben wir den Tageffekt. Sieht das genial aus. Ich würde am liebsten das einfach mit nach Hause nehmen, Leute. Und wir können jetzt mal zum Dämmerungseffekt einblenden, wenn man mal ruht. Und zum Beispiel genau. Morgendämmerung, ja, die zum Beispiel dann so aussehen könnte. Das Flackern, was ihr hier jetzt seht, entsteht lediglich durch das schnelle Umschalten, wenn der Tag-Nacht-Rhythmus im Normalrhythmus abläuft, und dann erkennt man hier kein Flackern, nur so als Info. Aber es ist genial, wenn man sieht, wie sich der Hintergrund verändert, vor allem die Wolken in den verschiedenen Lichtspektren, das ist schon enorm. Guck mal, vor allem welche Tiefen wirken. Was ein Zug! Da kommt ein Zug! Tschut! Den fangen wir auch noch ein. So, ihr Lieben, und viel mehr bekommt ihr heute auch definitiv nicht zu sehen, denn wir wollen euch noch nicht alles zeigen von diesem Schmuckstück hier. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, diese Anlage zu besichtigen. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt die Möglichkeit, die Anlage zu besichtigen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt noch ganz kurz den Besitzer zu Wort kommen und ja, vielleicht einige Sätze zu diesem ja, wahr gewordenen Traum sagen. Also, bis gleich. So, ich stehe jetzt hier neben Dieter Bertelsmann. Hallo Dieter. Hallo Tim. Und du bist der stolze Besitzer dieser Traumanlage. Ja, danke schön. Ich freue mich darüber, dass das so ist, und freue mich, dass du da bist heute mal wieder. Sehr, sehr gerne. Und das hat ja auch einen guten Grund, dass du da bist, nämlich wir nutzen die Corona-Krise, um unsere Anlage hier noch ein bisschen interessanter und sagen wir mal, noch mit noch mehr Möglichkeiten, die Zeit, die wir hier präsentieren, darzustellen. Und Bim hat es ja eben erklärt, wir sind insbesondere mit dem Thema Beleuchtung beschäftigt. Wir haben hier eine gewaltige Kapazität hier oben installiert. Aktuell, wie viel Watt haben wir da? 23.000. 23 kW, das ja. Muss man sich mal vorstellen. Und das ist eigentlich gar nicht klimafreundlich und gar nicht so der richtige Weg. Deswegen sind wir mit dem Andreas und mit dir jetzt auf dem Weg, andere Alternativen zu prüfen. Und der erste Effekt, der ist heute tatsächlich schon zu sehen. Und wir machen da weiter und werden in 2 Monaten etwa auch wieder soweit sein, Gott gebe, dass die Corona-Krise dann sich etwas entfernt hat von uns. Aber dann sind wir auch wieder so weit, dass wir auch wieder Gäste hier empfangen wollen. Anfang September auf der Homepage wird auch einiges jetzt gerade gearbeitet und neu erscheinen, sodass also auch der Überblick möglich ist, wann hier Besucher sein können. Und ja, schaut auf die Homepage. Da tut sich dann auch einiges so im Laufe des August spätestens. Genau, den Link von der Homepage findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ihr habt richtig gehört, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, diesen Traum zu besichtigen. Und hier, also alles, was ihr hier seht, ist wirklich ein Unikat. Jeder Baum, jedes Haus, jede Ziege. Manche jedenfalls, ja. Alles. Vor allem die fehlenden, die kaputten. Die fehlenden, genau. Also das müsst ihr wirklich live gesehen haben. Ich kann euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr hier in der Gegend seid, schaut mal vorbei. Wie gesagt, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir machen an der Stelle Schluss. Wir wollen noch gar nicht alles verraten, denn wir haben vorher vielleicht, wir wollen es spannend halten. Schon noch einiges danach. Ich denke auch. Ich denke natürlich. Auch. Deswegen machen wir an der Stelle Schluss. Ja, prima. So, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Jo, alles Gute und bleibt gesund. Das ist ganz wichtig. Ciao. Ciao. I'm breathing just to feel my body. You're screaming.